Und das Ganze nannte sich hier Petroleumsviertel. Und zwar, wir hatten eine Dreizimmer- und Küche-Wohnung und hatten in der ganzen Wohnung nur eine einzige Lampe, das war eine Gaslampe. Und abends, da musste im Treppenhaus, wurde eine Petroleumslampe aufgehängt. Wenn schön der Toilette de Luxe sich abends auf der Fensterbank gegessen hat. Und der hat eine Lur und rechts und links ein bisschen geschlafen. Die Dorotheenstraße finde ich eine ganz tolle Wohnqualität. Weil hier, hier kennt jeder jeden, hier sagt man sich Hallo noch, guten Tag. Und wenn man sich trifft, man quatscht ein bisschen. Ich habe ja jede Menge ältere Damen, mit denen ich jeden Morgen, bevor ich also wieder in meine Wohnung gehe, nachdem ich die Brötchen eingekauft habe, bestimmt manchmal 10 Minuten rumratsche. Oder tratsche, wie man hier sieht. Ne?